Meinem nächsten Studiogast hier in der Stadtbücherei Witten, wo wir unser mobiles Studio aufgebaut haben, bin ich letztens im Wittener Bahnhof begegnet. Jonas Heinevetter kam mir entgegen und sagte, wir sehen uns demnächst und hören uns demnächst im Radio. Jetzt ist er da. Er kommt von der Galerie Himmelstropfen. Himmelstropfen, worum geht's da? Okay, ja, hallo erstmal. Die Galerie Himmelstropfen gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren und das Namensbild der Galerie ist sozusagen der Tropfen, der aus dem Himmel kommt, und es steht für Inspiration und Vielfältigkeit, die aus dem Himmel kommt. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was Jonas Heinevetter für Kunst macht. Was bist du denn für Künstler? Ja, ich sag ganz gerne immer, wenn ich das so schnell beantworten könnte, dann wäre es nicht so spannend. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Projekte, also es gibt ganz normal kommerzielle Aufträge in unterschiedlichsten Bildbereichen. Und dann gibt es so meine Kernserie aus dem sogenannten Altich-Universum. Die geht in so eine mystische, archetypische Richtung. Aber was ist denn dein Material, mit dem du arbeitest? Ist das alles oder gibt es da was Bestimmtes? Ausdrucksvielfalt, ja. Also alle möglichen Materialien. Also Öl, Acryl, Pigmente, Schlagmetall, Kreide. Altich-Universum hast du angesprochen. Was ist denn das Altich-Universum? Altich ist ein Künstlerpseudonym von mir, der bezieht sich auf einen Kinderkosenamen und bezieht sich auf das All und ich und spiegelt so ein bisschen meine Beziehung zu metaphysischen Themen wider. So, am 19. Oktober machst du beim Kulturschock mit. Was werden wir von dir da erleben? Ja, das ist eine super gute Frage. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich genau ausstelle. Auf jeden Fall werden wir großformatige Sachen von mir haben. Was heißt großformatig? Großformatig heißt so 2 Meter mal 1,50 Meter oder noch größer. Also es passt noch ins Wohnzimmer? Leider oft nicht. Ja, beim großformatig kann man sich auch vorstellen, dass es Sachen sind, die mehrere Meter haben. Ich sag mal 10 mal 20 oder so. Naja, so groß jetzt nicht, nee. Aber schon so großformatig, dass viele Leute leider Abstand nehmen, weil es nicht ins Wohnzimmer passt. Du wirst in einer der Räume, in einem ehemaligen Laden, glaube ich, drin ausstellen. Weißt du, wo du zu sehen sein wirst, welcher Raum das sein wird? Ja, ich weiß schon, welcher Raum das ist, aber da wir ja mit mehreren Künstlern uns da präsentieren, also mehrere Künstler aus dem Kunstquartier an, ist noch nicht so klar, wie wir uns aufteilen. Die anderen Künstler, kennst du die, mit denen du in einem Raum ausstellen wirst? Auf jeden Fall. Also wer ist das? Die kenne ich schon. Das ist Birgit Wevers, Vivian Knot. Und noch Gastkünstler, glaube ich. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, wer noch alles dabei ist. Habt ihr euch schon mal abgesprochen, wer welchen Teil des Raumes besitzen wird, wer wie viel Platz zur Verfügung hat? Genau das haben wir eben noch nicht gemacht, deswegen ist es jetzt noch ein bisschen schwankend. Auf jeden Fall ist es ein großes Potenzial von lang arbeitenden Künstlern aus an. Wird das dann sehr unterschiedlich sein oder habt ihr euch irgendwie abgesprochen und bringt ihr ähnliche Sachen mit? Gibt es da irgendwie ein Thema, unter dem das steht? Es wird garantiert nicht sehr ähnlich sein und was wahrscheinlich ein Tenor sein wird, es werden sehr aktuelle Sachen sein. Also da alle Künstler wirklich nicht nur nebenbei Kunst machen, werden da aktuelle Arbeiten hängen. Da gehe ich stark von aus. Jonas, was ist denn das Aktuelle bei dir? Was ist etwas, woran du jetzt arbeitest, was du jetzt erstellst? Tatsächlich, das ist immer so ein, ich, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, aber für mich ist tatsächlich das Kunstwerk so eine Art Abfallprodukt eines inneren Prozesses. Und in diesem Sinne gibt es Themen, die sehr lange so in mir rumschmoren und irgendwann ist der Umsetzungsprozess des Werkes an sich relativ schnell vollzogen. Und im Moment tatsächlich arbeite ich jetzt technisch an Bildern gar nicht. Also ich habe mehr so Prozesse und beschäftige mich mit mythologischen Themen und mit meinem Leben. Also für mich ist Kunst halt auch einfach ein Individualitätsbegriff und ich habe so meine umwälzenden Themen gerade und die versuche ich sozusagen, die Bildwelten, die sich daraus ergeben, klarer zu greifen. Jetzt
kann man als Künstler, glaube ich, nicht sagen, ich habe mich mit einem Thema beschäftigt und das ist jetzt bei mir im Kopf. Das muss irgendwann mal nach außen und das muss irgendwie gezeigt werden. Oder irre ich mich da? Also gehört nicht zum Künstlersein auch der künstlerische Ausdruck, der in der Form besteht, dass man etwas darstellt? Also entweder auf der Bühne oder in Bildform? Ja, keine Frage. Aber was heißt was darstellen? Also im Prinzip. Ja, weil du gesagt hast. Auch eine Idee ist eine Darstellung. Ja, aber die musst du doch irgendwann mal zu Papier bringen, oder irre ich mich da? Ja, die kommt auch irgendwann zu Papier, also das steht außer Frage. Das ist dann das Abfallprodukt? Oder? Das würde ich als das Abfallprodukt sehen, ja. Also das würde ich tatsächlich aus dieser negativen Ecke ziehen wollen. Abfall hört sich so fies an, aber tatsächlich meine ich vor allen Dingen mit Abfallprodukt, dass etwas sozusagen nicht irgendwie rationell oder kämpferisch erschaffen wird, sondern dass es wie von selbst geschieht. Und wenn etwas wie von selbst geschieht, dann ist es wie ein Abfallen. Es ist also nicht künstlich konstruiert, sondern es fällt ab. Das ist für mich was völlig anderes, als wenn ich sozusagen eine zielorientierte Arbeit mache, wo ich krampfhaft versuche, etwas fertig zu kriegen. Also wie die Äpfel am Baum, irgendwann fallen die ab. Das sind auch Abfallprodukte für mich. Ist der Kulturschock die Möglichkeit, auch mit Menschen, die wie ich jetzt weniger von Kunst Ahnung haben, über solche Sachen zu sprechen, über Entstehungsprozesse? Fragen die Menschen, wenn du irgendwo ausstellst, wie deine Kunst zustande kommt? Total. Das war jetzt eine kurze Antwort. Und dann erklärst du. So ist. Und wenn du sagst, das ist ein Abfallprodukt, sind die geschockt? Nee, ich leite das ja so human ein. Jonas, sag mal, warum sollten die Leute überhaupt zum Kulturschock kommen? Ja, weil es ein großes, breites Angebot von künstlerischer Vielfalt gibt auf allen Ebenen. Musik, Malerei, Theater, Performance. Weil der Rahmen relativ beweglich und neu, ja nicht neu, aber so gesteckt ist, dass für viele Menschen, die was ausprobieren wollen, dann eine große Möglichkeit besteht. Es ist nicht zu statisch oder zu groß organisiert, dass man da sozusagen nur ein Programm befolgen kann. Man hat einfach viele Möglichkeiten, neue und experimentelle Dinge zu präsentieren. Sind das nur bestimmte Künstler? Also ich habe gehört, da sind ja fast 40 Künstler, die da ausstellen werden. Oder kann sich zum Beispiel die freie Szene in Witten da darstellen? Das ist genau für die freie Szene gedacht. Das ist für die freie Szene gedacht. Das heißt, es gibt in Witten auch die Möglichkeit, wenn man zu der freien Szene gehört und nicht nur in Galerien irgendwo ausgestellt wird, wie, weiß nicht, Haus Herberde oder Saalbau oder Haus Witten, sich in Witten darzustellen. Auf jeden Fall. Und gerade in Witten, würde ich sagen, gibt es viele Möglichkeiten, selber was auf die Beine zu stellen. Es gibt niemanden, der einem im Wege steht. Vielleicht gibt es nicht immer super viele Leute, die das supporten, aber es gibt viele Möglichkeiten, wenn man wirklich selber aktiv wird, eine Bühne zu erreichen. Und es gibt da vielleicht nicht eine große Lobby, aber es gibt viele kleine Vereinigungen sozusagen, die sich schwer einsetzen für lokale Kunstszene. Machst du das auch? Auf jeden Fall. Wo? Ich habe über 10 Jahre in der Galerie Himmelstropfen viele Ausstellungen organisiert und mein Hauptstandbein im künstlerischen Bereich liegt tatsächlich in der Projektarbeit, künstlerische Projekte mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und da habe ich sehr viele Einrichtungen in Witten schon gesehen und würde behaupten, dass es auch hier durchaus offene Türen dafür gibt. Den Kulturschock, den gibt es am 19. Oktober in Witten. Jonas Heinevetter wird in welchem Pavillon da sein? Weißt du die Nummer? Er guckt jetzt und es gibt einen Spickzettel. Hilfe! Ladenlokal B. Im Ladenlokal B hören wir jetzt mal aus dem Hintergrund. Wird er ausstellen. Ich hoffe, wir sehen uns da und bis Samstag. Ja, bis dahin.